Herzlich willkommen auf dem Cardano-Kanal. Mein Name ist Simon und heute gibt es ein kleines Update zu den wichtigsten Cardano-News, da sich einiges getan hat. Als erstes, Trezor Suite integriert Cardano. Man kann ab jetzt, wie Trezor hier schreibt, im Blog, kann man Cardano ab sofort in Trezor Suite managen. Man kann Transaktionen vornehmen und man kann auch im Trezor Suite staken. Wer es nicht weiß, Trezor ist eine der bekanntesten Hardware-Wallets. Also, coole Sache. Die nächsten News sind, dass Cardano seit 2022 bereits 25.000% im Total Locked Value zugenommen hat. Und wir stehen immer noch auf Platz 28, denke ich, laut DeFi Llama. Ja, genau, auf Platz 28 mit 220 Millionen Dollar. Wie Charles Hoskinson angekündigt hat, wird das erst ab Juni dann wirklich Fahrt aufnehmen, wenn mehr skaliert wird durch Pipelining. Dann ganz wichtige News: Cardano-Entwicklerteam hat Hydra auf dem Testnet gestartet. Also die große und sehnsüchtig erwartete Skalierungslösung von Cardano namens Hydra, die ja gewaltige Skalierung bringen soll, ist jetzt auf dem Testnet, wird getestet. Charles Hoskinson hat hier gestern diesen Tweet abgesetzt. Ich bin extrem stolz auf das Hydra-Team für diesen Milestone. Also, 2022 wird das Jahr für Cardano. Wir sind in der Akkumulierungsphase, nicht vergessen. Jetzt ist Zeit für Dollar-Cost-Averaging, also wöchentlich, monatlich einen bestimmten Betrag investieren. Dann kann man echt nichts falsch machen zu den Preisen. MinSwap auf der neuen dezentralen Exchange. MinSwap ist nun mittlerweile das Liquidity Mining möglich. Hier sehen wir die Renditen. Die waren gestern noch bei über 300%, also das fällt immer stark, ist aber ganz normal. Nur als Hinweis: Liquidity Mining auf MinSwap jetzt möglich für ziemlich viele Pools und im Unterschied zu SandeSwap muss man hier die Liquidity Provider Tokens nicht für einen bestimmten Zeitraum locken. Also man kann die immer sofort wieder abziehen. Weil bei SandeSwap muss man die ja 30 Tage lang einfrieren. Und wie man hier rechts oben sieht, da bin ich verbunden mit meinem Wallet und das ist ein extrem cooles Projekt, das ich euch zeigen will. Und da steht jetzt nicht nur meine Wallet-Adresse, sondern love.cardano. Und das ist ein ADA-Handle. Hier auch die entsprechenden News dazu. Die Cardano Wallet-Adressen werden jetzt durch ADA-Handle zu menschlich lesbaren Wallet-Adressen. Hier ist die Homepage adahandle.com. Das Handle selbst ist ein NFT, das mit eurer Wallet-Adresse dann verbunden ist. Heißt, wenn ihr jetzt ADA-Tokens an Cardano Simon sendet an den Handle, dann bekomme ich die in meine Wallet-Adresse, wo das NFT gerade drin ist, also in dem Fall in meiner Nami Wallet. Echt cooles Projekt, hat viel Potenzial, ist jetzt kein klassisches Collectible NFT, was groß im Wert steigen wird, aber einfach extrem bequem. Und man hat nicht immer die Angst, dass irgendein Zeichen bei der Cardano Wallet-Adresse nicht stimmt. Ihr wisst sicher, von was ich rede. Man kann auch welche auf JPEG Store kaufen, die beginnen bei 10. Also, falls man irgendeinen Namen haben will, der schon bereits vergeben ist, könnte man schauen, ob der vielleicht auf JPEG Store zum Verkauf steht. Was auch noch wichtig zu erwähnen ist, die Federal Reserve hat gestern die Zinsen erhöht um 0,25 Prozentpunkte, war, wie man gesehen hat, im Preis, also im Markt bereits eingepreist, da hat sich jetzt nicht viel getan beim Preis. Das Einzige, was wirklich noch die Preise drückt und den nächsten Bullrun verhindert, ist meiner Meinung nach der Ukraine-Konflikt, aber das besprechen wir am Montag beim großen Cardano-Update. Bis dahin, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video.